Vorsicht Apple, Vorsicht Samsung, in China braut sich mächtig was zusammen. Ob Edelandroide P8, der Premium-Vorstoß Mate S oder das Gemeinschaftsprojekt Nexus 6P mit Google. Huawei hat 2015 ordentlich Vollgas gegeben und ein Ende ist nicht in Sicht. Mit dem Mate 8 kommt jetzt das nächste Premium-Flaggschiff heraus und das ist ein pfeilschnelles High-End-Fablet mit gefühlt nie enden wollendem 6-Zoll-Bildschirm. Kann Huawei damit die Platzhirsche Samsung und Apple den Kampf ansagen? Der Computerbild-Test liefert die Antwort. Minimalistische Verpackung gleich edler Inhalt. Diesen bekannten Kniff der Rivalen hat auch Huawei längst verstanden. Das knapp 600 Euro teure Mate 8 oder deutsch Mate 8 wird in einer schwarzen Schachtel mit Goldaufschrift ausgeliefert. Pures Understatement. Beim Öffnen kommt das Gerät sofort zum Vorschein. Der große 6-Zoll-Bildschirm wirkt extrem präsent, dank schicker, schmaler Ränder rundherum. Mit einer Hand lässt sich ein Gerät wie dieses trotzdem kaum bedienen. Selbst lange Finger reichen nicht mal in die Nähe der gegenüberliegenden Ecke. Mit seinen 185 Gramm liegt das China-Handy trotzdem gut in der Hand, dank kompakter Bauweise und leicht gerundeter Rückseite. Das Display ist leicht nach außen gewölbt. Huawei verzichtet auf hochauflösende 4K- oder Quad-HD-Anzeigen und setzt auf klassisches Full-HD. Das reicht selbst bei dieser Displaygröße völlig aus, um Schriften, Fotos oder Videos gestochen scharf darzustellen. Dank IPS-Technik lässt sich das Display von allen Seiten gut ablesen, allerdings fehlt die Brillanz des Bruders Mate S. Auch die Press-Touch-Technik fehlt, dafür schützt Gorilla Glass 4 das Mate 8 vor Kratzern. Der Prozessor ist ein 8-Kern-Bolide aus eigenem Hause, der Kirin 950. Er besteht aus jeweils 4 Cortex A72 und A53 Kernen, die mit maximal 2,3 und 1,8 GHz takten. Dazu kommen 3 GB RAM in der deutschen Ausgabe des Geräts. Zu Hause in China spendiert Huawei dem Mate 8 sogar 4 GB. Trotzdem, auch die deutsche Version bietet ein absolut ruckelfreies Nutzererlebnis. In unseren Tests geriet das Gerät mit seiner Android 6.0 Oberfläche zu keiner Zeit ins Stocken. In den Benchmark-Tests erreichte das Mate 8 absolute Spitzenwerte. Zum Vergleich, im AnTuTu-Test bringt es das Samsung-Spitzenmodell Galaxy S6 auf üppige 70.000 Punkte. Das neue Huawei schießt mit mehr als 90.000 Punkten dennoch glatt vorbei. Als Grafikeinheit kommt ein Mali T880-Chip zum Einsatz, der selbst leistungsfressende Spiele wie Asphalt 8 Airborne flüssig über die Rennstrecke bringt. Leider hat Huawei auch beim Gerätespeicher der deutschen Version gespart. Er ist maximal 32 GB groß. In China hingegen werden auch 128 GB Modelle verkauft. Allerdings lässt sich der Speicher per MicroSD-Karte erweitern um maximal 200 GB. Der Slot kann alternativ auch für eine zweite SIM-Karte verwendet werden. Schnelle Prozessoren verbrauchen viel Strom. Nur folgerichtig hat Huawei dem Mate 8 einen starken Akku mit 4000 mAh verpasst. Er ist fest eingebaut und lässt sich nicht wechseln. Er hält bei normaler Nutzung länger als einen Tag durch und hat eine Schnellladefunktion. Die Hauptkamera des Mate 8 löst mit 16 Megapixeln auf. Sie ist mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet, dazu mit verschiedenen Fotoprogrammen und einem Profi-Modus, bei dem der Nutzer Belichtungszeit, Fokus und ISO-Wert selbst einstellen kann. Leider reicht die Qualität nicht an die der Referenz-Smartphones von Apple und Microsoft heran. Die Selfie-Cam hat stattliche 8 Megapixel, anders als beim Bruder Mate S allerdings keinen LED-Blitz. Ende Januar kommt das Mate 8 dann auch endlich nach Deutschland zum Preis von 599 Euro. Viel Geld in Zeiten, wo die Mittelklasse so langsam der Premium-Elite Dampf macht. In Anbetracht der Leistung ist die Kohle aber gut angelegt. Die Hardware ist nämlich rekordverdächtig schnell, der riesige Bildschirm scharf und platzsparend in das hochwertige Gehäuse eingearbeitet. Und da wäre ja noch der besonders ausdauernde Akku. Der macht nämlich den panischen Gang zur Steckdose ab sofort überflüssig. Nur die Kamera kann da mit den Vorzeigelinsen von Apple nicht ganz mithalten. Ansonsten macht dieses Smartphone ordentlich Druck auf Apples und Samsungs kommende Flaggschiffe.